Bist du das sicher? Ganz sicher. Staatsopa, das ist ein sehr alter Mensch. Wir haben übrigens auch einen. Er heißt Franz Walter und redet den ganzen Tag vor sich hin. Zum Beispiel, dass ohne Religion kein demokratischer Staat existieren kann. Hallo Leute. Na, alles klar? Da bin ich nicht so sicher. Wieso? Los Jungs, wir müssen den Podcast aufnehmen. Ach nö. Wir trinken gerade einen Ming Ting. Mai Tai. Gesundheit. Komm, setz dich zu uns. Nix ist. Ab ins Studio, los geht's. Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns 5 oder mehr Sterne, wo auch immer ihr uns zuhört, oder ein Like oder schreibt Kommentare unter Dingsdabumsdabar oder auf unserem WordPress-Blog unter manglaubtesnicht.wordpress.com. Vielen Dank und herzlich willkommen, Oliver und Martina. Hallo. Hallo Leute. Ich habe euch was mitgebracht, was auf einem Zeitungsartikel basiert. Es ist nicht so richtig Presseschau, aber der Artikel hat mich auf das Thema gebracht. Und zwar geht es um das Stadtschloss oder Humboldt-Forum in Berlin. Das kennt ihr ja alle. Wir haben auch schon mal in Folge 51 darüber berichtet. Da haben wir uns darüber aufgeregt, dass dieses riesige Christuskreuz da oben auf dieser Kuppel steht. Jetzt hat das... Das ganze Ding ist ein einziges Ärgernis. Das ganze Ding ist ein einziges Ärgernis, wirklich, das stimmt. Hier in dem Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12. November 2022 geht es nicht um das Kreuz, was auf der Kuppel ist, sondern an der Kuppel entlang, also so drumherum, da ist so ein Bibelspruch, so ein Schriftband mit so einem Bibelspruch und... daran entzündet sich jetzt ein kleiner neuer Streit. Ich sage erstmal, was das Humboldt-Forum, dieses Stadtschloss ist. Das wurde 1443 als Residenz der Kurfürsten von Brandenburg gebaut. Dann wurde es anscheinend 1698 bis 1713 umgebaut. Dann nach der Ausrufung der Republik 1918 wurde es als Sitz von Behörden, Kunst- und Wissenschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, genutzt. 1945 ist das Ding ausgebrannt, 1950 hat man dann die Reste davon gesprengt und 2013 bis 2020 hat man es wieder aufgebaut. Ein großer Teil kam durch private Spenden. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, ob die privaten Spenden nur diese Fassade bezahlt haben und die ganzen eigentlichen Gebäude und Räume, die dahinter sind, der Staat, oder das habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Ja, es ist erstaunlich vage auch, wenn man das versucht rauszukriegen. Ne? Mhm. Ja. Kann man sich dann ungefähr denken, was da gelaufen ist. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Federführend bei dem Wiederaufbau war der italienische Architekt Franco Stella. Und dieser Wiederaufbau erfolgte, wie gesagt, seht heute euch Folge 51 an, mit dem fetten Kreuz obendrauf. Was ist das heute? Heute ist dieses komische Stadtschloss der Sitz vom Humboldt-Forum. Und das Humboldt-Forum hatte zum Beispiel Sammlungen von den staatlichen Museen zu Berlin, vom Stadtmuseum Berlin, von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und bei all diesen Kunstsammlungen gibt es auch ganz viel Raubkunst aus der Kolonialzeit. Darüber hat der Böhmermann eine tolle Sendung gemacht, wenn das interessiert. Also das ist, was das Ding heute ist. Und immer wieder wird darüber diskutiert und gestritten. Jetzt vor kurzem, wie gesagt, ging es um diese Inschrift, die um die ganze Kuppel drumherum außen eingemeißelt ist. Es ist so ein blaues Band mit goldener Schrift. Und was steht da in riesengroßen Lettern? Das ist so ein Spruch. Der ist zusammengesetzt aus 2 Bibelzitaten. Ich hangel mich jetzt mal ein bisschen an dem Artikel aus der FAZ entlang. Und zwar steht hier: Hat Claudia Roth die Inschrift an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses nicht verstanden? Das jedenfalls wirft die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Dorothee Bär, der Kulturstaatsministerin vor. Die Empörung von CDU und CSU war groß, als die Grünen-Politikerin jüngst ein geplantes Kunstprojekt der Stiftung Humboldt-Forum verteidigte, das eine temporäre Überblendung der 2020 rekonstruierten Inschrift mit alternativen kommentierenden und reflektierenden Texten vorsieht. Also worum geht's? Es gibt in Berlin so eine Initiative und die haben vorgeschlagen, vor diese Inschrift so ein Netz zu machen, wo so LEDs drauf sind, die leuchten können. Und wenn das dunkel wird, also nachts,
kann man diese LEDs einschalten, sodass dann da andere Texte stehen oder Laufschriften erscheinen. Und dahinter verschwindet dann diese Originalinschrift. Die man aber tagsüber sehen aber würde. Tagsüber ist es so hell, dass das Tageslicht einfach durch dieses Netz durchleuchtet. Und wenn man die LEDs abschaltet, sieht man eigentlich gar nicht richtig, dass da was davor wäre. Und dann würde die Originalinschrift da stehen. Also es wäre dann so, dass tagsüber sieht es so aus, als ob da die Inschrift steht. Und nachts kommen dann aber bespielbare, programmierbare andere Texte. Und da gibt's dann so. Das hat das Museum selbst vorgeschlagen. Nee, das ist so eine Berliner Initiative, die das dem Museum vorgeschlagen hat. Das ist so ein Kunstprojekt, was sie erstmal vorgeschlagen haben. Und okay. Die laden dann dazu ein, auch andere Künstler Texte vorzuschlagen. Also wenn dieses Kunstwerk installiert werden würde, soll das so offen sein, dass dann da Textvorschläge eingereicht werden können und das so ein bisschen vielseitig bespielt wird. Und man spielt dann halt so mit dieser Inschrift. So, das ist der Vorschlag. Und was steht denn da drauf eigentlich? Genau. Du spannst uns auf die Folter. Genau, was steht denn da eigentlich drauf? Da steht Folgendes drauf. Es ist keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Kannst du das nochmal vorlesen? Was? Ja, ja, das ist. Lies das doch nochmal vor. Ich lese es einfach nochmal vor. Ist das grammatikalisch überhaupt korrekt? Nee, das ist das Problem, Martina. Wenn du immer alles machen musst, was der König sagt. Wenn der König stottert, dann stottert der halt. Ja. Okay, also, nochmal. Schreib mit. Es ist keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Aha, also. Och, Jesus ist der Einzige, das Christentum ist die Einzige und alle müssen vor dem Christentum und dem Jesus knien, korrekt? Ja, also den Menschen ist kein anderes Glück gegeben, außer das Glück im Namen Jesu. Und alle, die unter und über und in der Erde sind, sollen ihre Knie vor Gott beugen. Und Jesu. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Das ist ja eine wenig erhaltenswerte Aufschrift dem Stadtschloss. Und um zu sagen, was ist das denn? Es handelt sich dabei um jeweils ein Zitat aus der Apostelgeschichte 4,12 und dem Brief des Apostel Paulus an die Philippa 2,10. Wer was mit diesen Bibelzahlen anfangen kann, googelt das. Die Apostelgeschichte ist ja ein großer Fundus für völlig idiotische Aussagen. The fucking Bibel ist das. Ja. Darf ich das mal, also es ist eine ganz klare Dominanzgeste, genau wie dieses goldene Riesenkreuz eine Dominanzgeste ist, genau wie die Kuppel, auf dem es steht, eine Dominanzgeste ist und das ganze Schloss ist ein Ärgernis, weil es eine Dominanzgeste der Hohenzollern-Familie über die Leute in Berlin war. Deshalb ärgert mich das so und das jetzt. Also wenn die eine Kirche diesen Quatsch auf ihre Kirche schreiben, ist das zwar hasserfüllter Unsinn, aber sollen sie es halt machen, das ist ihre eigene Kirche. Was mich ärgert ist, dass wir jetzt hier mit massiven Spendenmitteln, Dominanzhaus, Dominanzzeichen der fucking Hohenzollern wieder aufgebaut haben. Ja. Das ist richtig ärgerlich. So, ja, die haben doch gewonnen. Guck. Wir haben doch gewonnen. Ja, und wir bauen das auch noch freiwillig uns dahin. Genau, und also mit so einem riesengoldenen Kreuz, weil das ist ein schöner, ne? Aber das ist ja auch ein Zeichen von, ist ja auch Gott der Atheisten, hat ja auch das goldene Kreuz verdient. Genau, wir stellen uns auch unsere freiwillig. Kultur. Unsere Kultur. Ja, kann man nicht. Das gehört zu unserer Kultur dazu. Ja. Sonst wäre hier Mord und Totschlag. So, jetzt schreibt die FAZ weiter. Was besagen diese Bibelverse? Also wir haben es ja gerade schon versucht auseinanderzunehmen. Die sagen, beugt euch Gott. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass die da drauf geschrieben worden sind, um diesen Herrschaftsanspruch irgendwie zu alle lesbar da so, okay, beugt euch mal. Ja, genau. Und Gott ist nicht da, also beugt euch von mir. Ja, genau, weil das ist ja von Gottes Gnaden, ne? Genau, so. Die FAZ schreibt weiter, Roth, also Claudia Roth, argumentiert politisch und begründet ihre Vorbehalte damit, dass die Inschrift aus Sicht vieler Historiker eindeutig eine politische Botschaft habe. Ja, das ist Quatsch. Oh, das ist ja wirklich eine gewagte These. Also die FAZ schreibt weiter, sie diene dazu, also diese Botschaft, diese politische Botschaft, sie diene dazu, den allein von Gott abgeleiteten Herrschaftsanspruch des preußischen Königs zu legitimieren. Das Grundgesetz und die Demokratie in Deutschland stünden jedoch in der Traditionslinie der Revolution von 1848 und nicht in der eines repressiven Königs und Kaisertums, das seinen Machtanspruch allein auf Gott begründet. Also da würden wir auch konforme gehen. Das sind die Argumente, wo die Claudia Roth sagt, ja, Leute, da können wir ja mal gucken, ob das so bleiben muss oder ob man das vielleicht ein bisschen aufweichen kann mit so künstlerischen Installationen. Ne? Das ist ganz lustig, dass die FAZ das in Konjunktiv stellt. Naja, das ist ein Zitat. Aber okay. Na gut. Wenn man Leute zitiert, schreibt man noch im Konjunktiv. Ja, ja, schon gut.
Jetzt schreibt die FAZ weiter, nämlich: Gegen eine solche Deutung, die ausschließlich auf den historischen Kontext der Inschrift rekurriert, gab es jedoch schon bei ihrer Anbringung vor 2 Jahren Widerspruch. So, und jetzt fragt man sich natürlich, von wem? Ganz einfach. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch verteidigte sie damals. Die Bibelverse besagten, dass die Menschen sich nur vor Gott verbeugen und keiner irdischen Macht diese Ehre erweisen sollten, äußerte sich Koch. Sie seien daher als Ausdruck großer Freiheit zu verstehen. Naja, steht da nicht. Das ist total krass. Das ist echt großer Freiheit. Wie umdrehen? Wie sehr kann man einen Text umdrehen? Ich meine, das ist doch, also... Ja, ne, dass also der das macht, ist mir in Ordnung, für mich. Der ist halt Laberbischof. Ja, klar, aber... Aber dass wir da so ein Dings hinstellen, dass in irgendeiner Form offiziös daherkommt, das ist ärgerlich. Ja, ja, ja. In die gleiche Kerbe, also in die FAZ schreibt weiter, in die gleiche Kerbe schlug in der jüngsten Debatte auch der Vorsitzende des Fördervereins Berliner Schloss. Also es gibt einen Förderverein für den Berliner Schloss, ja, und dieser Förderverein hat einen Vorsitzenden. Und der findet diese Inschrift auch gut. Aber jetzt hört euch an, wer dieser Vorsitzende des Fördervereins ist, was ja aus öffentlichen Geldern finanziertes Dings ist. Der Vorsitzende des Fördervereins ist der evangelische Theologe und frühere SPD-Politiker Richard Schröder. Aha. So, okay, alles klar. Die FAZ schreibt, der evangelische Theologe argumentierte, Friedrich Wilhelm IV. Habe die Bibelverse entgegen ihrem ursprünglichen Sinn für die Legitimation seiner Herrschaft missbraucht. Also der argumentiert jetzt, ja, der Friedrich wollte zwar seinen Herrschaftsanspruch mit diesem Bibelzitat untermauern, aber das Bibelzitat meint eigentlich was ganz anderes. Der hat das Bibelzitat falsch angewandt. Und der versucht jetzt sozusagen zu rechtfertigen, dass die Inschrift toll ist, weil das, was die Bibel eigentlich damit meinte, so toll sei. Also ist er einer von denen, der sagt, 2000 Jahre lang wurden diese Bibeltexte falsch verstanden, aber er weiß jetzt zufällig ganz genau, wie es richtig ist, ja? Nee, er ist derjenige, der sagt, Friedrich Wilhelm hat die Bibel missbraucht. Und wenn man einfach nur die Texte aus der Bibel nimmt, ist das alles super. Also er versteht, wie es gemeint ist und dieser Wilhelm da nicht. Wilhelm hat es halt nicht verstanden. Ja, wir haben das alle falsch gemacht. Ja. Naja, wie es einem gerade passt und, halt. Ne? Ja. Und dann geht es hier um so Feinheiten dieser Bibeltexte und was da im Kontext steht. Und es wird, die FAZ gibt sich jetzt sehr viel Mühe zu beweisen, dass die Bibelstellen, wenn man die im Kontext liest, einfach super toll sind und überhaupt nichts mit Unterdrückung und Machtanspruch zu tun gibt's haben. Gibt es da auch ein Argument, das du irgendwie zusammenfassen kannst? Ja, also es geht dann in diese, ja, ich lese es einfach vor, besser kann ich es auch nicht erklären. Das Zitat aus der Apostelgeschichte ist Teil der Erzählung über die Heilung eines Lahmen durch Petrus am Tempeltor in Jerusalem. Als Petrus daraufhin verhaftet wird und der Hohe Rat, die oberste jüdisch-religiöse Instanz, ihn fragt, in wessen Namen er gehandelt habe, antwortet er mit dem Vers der Inschrift. Nämlich, es ist keinem anderen Heil, auch kein anderer Name, den Menschen gegeben. Ja, wieso liest er denn eine Inschrift? Denn in dem Namen Jesu zu... Ihr wolltet das wissen. Jetzt. Ja, nee, alles gut. Aber die Martina macht die Hampelmännchen, weil das Ganze so ein absurdes Argument ist. Ja, das Zitat aus der Apostelgeschichte legitimiert die Herrschenden somit nicht. Es stellt ihre Autorität vielmehr in Frage. Wer hat also jetzt die Lahmen geheilt? Petrus. Petrus konnte Lahme heilen? Da bin ich aber jetzt überrascht. Doch, steht in der Bibel. Oh, okay. Und die FAZ und der Vorsitzende des Fördervereins des Berliner Schlosses, die sind der Meinung, dass dieses Zitat die Autorität der Herrschenden nicht zementieren soll, sondern in Frage stellen soll. Wie auch immer man darauf kommt. Ach. Das ist doch ganz einfach. Das kann man doch lösen. Da gehen, du fragst 100 Leute, das ist so wie bei Familienduell. Kennst du das noch? Nee, egal. Du fragst 100 Leute, was bedeutet diese Inschrift, die an diesem Schloss vorbeigehen? Und mal gucken, wie viele von denen sagen, ja, nee, das soll die Herrschaft in Frage stellen. Genau. Oder wie viele sagen, das bedeutet Freiheit. Ja, genau. Oder das ist der Gott der Atheisten. Universalität. Ja. Ja, ich bin Moslem. Ich weiß, das meint auch mich. Genau. Und bei dem zweiten Teil des Zitats, dass sich alle ihre Knie beugen sollen, ja, da schlussfolgert die FAZ, die theologische Botschaft lautet hier, Gott hat Jesus zum Herrscher des Kosmos erhöht, dem alle Lebenden und Toten huldigen. So, okay. Also, ja. Ja, das ist doch viel besser, ne? Schon wird es viel besser. Aber das gibt's doch nicht, dass die darüber so einen Artikel wieder schreiben, ne? Nur weil das irgendjemand nachts überblenden will. Ja, ja, krass, ne? Ja. Also es will doch keiner irgendwie rausschaben oder... Was ich fände, ein gutes... Das wäre drüber, eine gute Sache, könnte man machen. Beständig drüber malen. Es will doch nur jemand... Dass ab und zu auch mal was anderes da steht. Ja, und das soll ja noch kritisch damit umgehen. Warum denn auch nicht
Ich finde das auch. Also ich finde auch, die Idee ist ganz gut. Jetzt schreibt die FAZ noch, ja, also die Claudia Roth macht es sich ja auch total leicht, weil das ist ja allgemein so eine allgemeine vorherrschende Meinung unter Historikern, dass das so ein Machtanschlussanspruch darstellen soll, dieser Spruch. Ach, das ist ja unmöglich. Da, ja. Das wird den Historikern gefallen. Die reden das so weg, ne? Und denkt so, hä, ja, Moment aber, mal, die Wissenschaft, die glaubt der Wissenschaft. Ja. Ach, so leicht darf man sich ja, so wirklich nicht machen. Ja, im allgemeinen Stand der Historiker so, okay, das ist jetzt... Ja, da macht das ist viel zu einfach. Du musst ja erst mal ein paar Verschwörungs-YouTube-Videos sich reinziehen, also, um sich wirklich eine Meinung bilden zu können. Geil, ne? So, dann gibt es die Idee, die Leute, die das behalten wollen, die sagen, ja, wir müssen eine Informationstafel mit Erläuterungen daneben stellen. Das wird immer absurder. So, und jetzt schreibt die FAZ, regt sich jetzt auch noch auf, ja, aber der Wortlaut dieser Tafel ist strittig. Der bisher bekannte Textvorschlag gibt sinngemäß nur die Deutung von Claudia Roth wieder, schreibt die FAZ. Nach Angaben der Bundesregierung wird der Wortlaut des Textes noch abgestimmt. Wenn er bekannt gegeben wird, dürfte die Debatte weitergehen. Ja, muss vielleicht Lars die arme Claudia Roth, ehrlich. Dass, man sich, ne? Dass man sich mit sowas da rumschlagen muss. Die Frau ist eine wandelnde Zielscheibe. Oh. Die wird so gehasst vom rechtskonservativen Kreis. Ja. Ne? Ja, aber die ist ja auch echt cool. Ich meine, das kann man nur als Kompliment nehmen, dass die da so gehasst wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Also und ich finde dieses Kulturprojekt eigentlich total cool, weil das halt einfach so, okay, wenn wir es schon da stehen haben, dann können wir es auch wenigstens so ein bisschen abändern und in Frage stellen und so relativieren und damit unseren, meinetwegen auch einen Spaß treiben. Also kann ja, oder alles irgendwas mit Menschenrechten, das finde ich ja immer gut. Ne? Ja, einfach mal nicht kriegt vor Gott auf dem Boden rum, sondern ja, Würde des Menschen und so. Und das cool ist auch, dass das Kulturprojekt das so öffnen will, dass da jeder so einen Vorschlag einreichen kann, dass das dadurch auch irgendwie in anderen Sprachen und Kulturen und andere Zitate, könnte man alles tolle Sachen machen. Ne? So, jetzt habe ich dann noch weitergesucht, was es noch so für Meinungen über dieses Kunstprojekt gibt. Und da habe ich gefunden, die kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, die Christiane Schenderlein, die sagt dazu, der Bibeltext muss sichtbar bleiben. Eine Überblendung des Textes lehnen wir ab. Es sei nämlich zu befürchten, dass im nächsten Schritt das Kreuz auf der Kuppel in Frage gestellt werde. Ah, ja, so, ja, also, genau. Aber das hat doch gar keinen Sinn. Es geht doch gar nicht darum, dass der überblendet wird und nicht mehr sichtbar ist, sondern es ist doch fucking dunkel. Es ist doch dunkel. Ja, hier, während den Anfängen ist ja hier scheinbar. Ja, ja, sie sagt ne, doch. Wenn man einmal das antastet, nur nachts und dann plötzlich. Oh, es sei zu befürchten, dass ja, dann ist plötzlich auch das Kreuz weg. In Frage gestellt wird. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Das wäre dann die Dominanz. Aber er argumentiert sich auch, warum das schlecht wäre. Diese riesige, nee, das, ich habe jetzt dieses Zitat rausgesucht. In einem wesentlichen atheistischen Stadt diese riesige Dominanz, goldene Dominanzkreuz wegzumachen. Ja, also okay, das aber das ist doch CDU. Vermutlich auch selbsterklärend, warum das schlimm wäre. Ja. Ja, okay, ich habe das nur nicht verstanden. Also in der Gedankenwelt ist das, glaube ich, klar, dass das nicht in Frage gestellt wird. Und die Tatsache, dass die Rechtskonservativen ein echtes Problem mit Claudia Roth haben, wird auch deutlich, wenn man auf YouTube guckt. Da gibt es einen Kanal von der Welt, also die Welt gibt es auch auf YouTube. Oh, das ist auch ein Hetzblatt. Ja, und genau, das ist wirklich ein Hetzblatt. Ja. Und die Titel, nämlich zu dem Thema, ich habe gar nicht weiter geguckt, aber den Titel habe ich gefunden. Der Titel zu dem Thema von der Welt auf YouTube lautet: Warum Claudia Roth einen Streit um Bibelkurs am Humboldt-Forum vom Zaun bricht. Und das Geile ist ja, die hat den überhaupt nicht vom Zaun gebrochen, sondern da kam ein Kunstverein und hat gesagt, ja, wir werden das, wenn wir mal darüber nachdenken. Und dann hat die Welt oder die FAZ die Claudia Roth gefragt und die hat gesagt, ja, das befürworte ich. Die Claudia Roth hat diesen Streit ja überhaupt nicht vom Zaun gebrochen. Nee, die FAZ hat das gemacht. Ja. Und der Amthor, der Philipp Amthor, der sagt dazu, das ist alles eine, Zitat, irre Diskussion. Also da muss man jetzt aber sagen, da hat er wirklich recht. Mit einer Meinung. Da hat er mal recht. Aus der Warte von uns kann man das wirklich sagen, ja. Seid ihr denn alle bescheuert? Wir haben hier einen Plan. Weltherrschaft binnen 7 Jahren. Wir haben keine Zeit, uns mit diesem Scheiß rumzuplagen. Aber ich habe auch einen YouTube-Kanal. Wir müssen sofort die ganze Kohle einsacken. Wir haben keine Zeit für unseren Scheiß. Ja, so, das war der kurze Beitrag, den ich gefunden habe zu diesem Spruchband am scheiß Stadtschloss, weil ich muss auch sagen, das ist total ärgerlich. Das ist ärgerlich. Quell der Ärgernis, das ist Ärgernis, das ist super ärgerlich. Noch Jahrzehnte. Wer auf die Idee gekommen ist, das ist wirklich also so eine schwachsinnige Kackidee, dieses Ding wieder aufzubauen. Jetzt steht es da. Jetzt steht es da und wir müssen uns mit solchen Texten rumplagen.
sehr schön. Und das ist, ich meine, du kannst ja sagen, also ist ja okay zu sagen, wir möchten, dass alle dominiert werden. Wir haben das schon immer gemacht. Wir möchten, dass das auch weiter passiert. Deshalb steht das da. Das ist ja ein Weg, das so zu machen. Das wäre zumindest ehrlich, ne? Der andere ist ja zu sagen, nee, das ist ja wirklich in diesem Kontext der Begriff vom Gott der Atheisten, der mit dem Kreuz auch gemeint ist. Und das ist Kreuz, das riesige goldene Dominanzkreuz, ist ein Zeichen von Aufklärung und dass auch die Muslime und die Juden gemeint sind. Ja. Und die Muslime und Juden stehen mit offenem Mund daneben und verstehen es nicht. Null. So, dann gibt es doch zu. So, ihr könnt, das ist so die, wie heißt sie denn, die alte, die Hass-Oma, wie heißt sie noch? Erika Steinbach, die sich nach vorne gestellt hat und gesagt, als menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU, Eheöffnung, mit uns gibt's das nicht, wir sind die Mehrheit, wir sind Christen. Punkt. Genau, Punkt. Gibt's nicht. Machtwort. So, das kann man machen. Machtwort. Das kann man machen. Wir sind Christen, wir wollen das nicht, wir haben hier eine Mehrheit in irgendeiner Form geschaffen, deshalb ist dieser Spruch auf dem Kreuz, auf dem Schloss, das wir wollen das so. Volle Absicht, genau. Ja, sondern gib das doch zu. Ja, gib nein. Das doch zu. Stattdessen kommt der Erzbischof Heiner Koch und sagt, dass das ein Zeichen der großen Freiheit ist, als Ausdruck großer Freiheit und die Macht in Frage gestellt wird. Ja, das glaubt er doch selber nicht. Das kann, also das kann der nicht selber glauben. Das kann nicht in diesem Text drin sein. Ja, die brauchen Schnaps. Ja, hier, für die nicht. Ja. Den würde ich auch sehen hier. Ah, ja. Ich hab neue in der Sammlung. Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. Wenn ihr mögt, wie gesagt, erzählt von uns, setzt 5 oder mehr Sterne, setzt einen Like, kommentiert hinter unter Dinstabumstabar, schreibt eine E-Mail, meldet euch. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute.